zum Thema Heilen. Was ist Heilen und was ist Manifestieren? Das ist beides absolut genau dasselbe. Weil du möchtest einen Zustand verändern. Wenn du etwas heilen möchtest, dann möchtest du den Zustand A mit Zustand B auswechseln. Und genau so ist es ja beim Manifestieren. Wenn du dir etwas manifestieren möchtest, dann möchtest du etwas aus Zustand B für dich haben. Und das ist in Zustand A nicht da. Und das ist so eine wichtige Klarheit, die du dir geben darfst, ist, dass es Zustände sind, die sich verändern. Es sind Realitäten, die sich verändern. Es ist nicht etwas, was sich außerhalb von dir verändert, unsere Umstand verändert, sondern es ist, dass sich dein innerer Zustand verändert. Und dein innerer Zustand, der besteht aus dir. Und zwar aus dem, was du siehst, was du glaubst, was du denkst, was für dich wahr ist, was für dich richtig ist, was deine Wahrheit ist. Und deine Wahrheit ist dein Zustand. Und wenn du einen anderen Zustand haben möchtest, musst du eine andere Wahrheit haben. Musst du eine andere Wahrheit und Identität für dich annehmen. Von Heilung und Manifestation für sich selber klar zu kriegen. Weil es ist nicht so, dass du etwas dazu haben musst zu dem jetzigen Zustand. Also das heißt, dein scheinbar jetziger Zustand ist, dir fehlt etwas, dir fehlt dein SP, dir fehlt Geld. Das sind die meisten Dinge, die wir wahrnehmen, dass sie uns fehlen. Und solange du in diesem Zustand bist, wo die Dinge dir fehlen, wird es so sein. Wenn du in einem Zustand bist, wo Gesundheit dir fehlt, wird es so sein. Und deswegen ist der einzige Weg zu Manifestation und Heilung der Wechsel eines Zustandes, das heißt der Wechsel einer Identität. Und die Identität, die im Mangel ist, der etwas fehlt, wo etwas anders sein muss, ist nun mal nicht die gleiche Identität der Person, die erfüllt ist, der nichts fehlt, die das hat. Dieses Verständnis ist die Basis, dass sich etwas verändern kann. Dass du weißt, wo die Veränderung, was du über dich glaubst, in dem, was du über die Welt glaubst, in dem, was du glaubst, wie die Welt funktioniert. Weil solange du noch glaubst, ausgeliefert zu sein und eben nicht Schöpfer zu sein, Manifestor zu sein, Heiler zu sein, heil zu sein, du bist kein Heiler, sondern du bist heil. Dann hast du es eben noch nicht verstanden. Dann bist du immer noch in der Realität, wo du davon ausgehst, dass dir die Sachen fehlen, die du haben möchtest. Und erst wenn du voll und ganz in der Realität lebst, wo die Dinge schon erfüllt sind, wie jemand, der eben all das erfüllt hat, für den es da ist, für den es schon real ist, hast du die Realität gewechselt. Und ja, du kannst dir vorstellen, deine Realität sind Zeitlinien, sind Prozesse, sind Entwicklungen. Aber Energie ist eben nur an und aus und hat keine Entwicklung. Dass dein Licht in deinem Zimmer angeht, wenn du den Schalter umgeklickt hast, das ist kein Prozess, sondern in dem Moment, wo du den Schalter umgelegt hast, ist das Licht an und zwar sofort. Wenn dein Verstand natürlich dir noch 100.000 Sachen erzählt und sagt, die noch gemacht werden müssen, bevor du dir erlaubst, das für dich ein Prozess zu sein. Aber das ist eben dieser innerliche Prozess, bis du zu der Person wirst, die tatsächlich den Lichtschalter angestellt hat, die ihn angestellt hat, die im Licht steht. Und solange du das nicht tust und diese Person nicht hängen, eben nicht erlaubst, diesen Lichtschalter anzustellen, hast du das Gefühl, es passiert etwas, du lernst etwas, du entwickelst dich in irgendeine Richtung. Aber eigentlich
erzählst du dir nur Geschichten, machst dir Erlaubnisgeber parat, setzt irgendetwas zusammen für dich in deinem Kopf, dass du endlich den Lichtschalter anstellen darfst. Sondern du kannst einfach nur sagen, ich stelle den Lichtschalter an, das Licht ist jetzt an. Das Licht ist an und es bleibt an. Es ist so. Ich stehe im Licht, ich stehe in der Fülle, ich stehe in der Erfüllung, ich stehe in der Gesundheit, sein Identity angenommen. Hier bin ich angekommen. Und weil es alles gar nicht so einfach ist, lade ich dich ein zu einer Masterclass, die stattfindet, und zwar nächste Woche, und zwar am Mittwochabend um 20 Uhr. Mittwoch ist der 31. Januar 2024. Und genau darum geht es, wie akzeptierst du diese Divine Design Identity? Wie hörst du auf, diese Ehrenrunden zu drehen, dieses Lernverständnis für dich zu akzeptieren, dass du so viel lernen musst, bis du endlich den Lichtschalter andrehen darfst. Und ja, erlaube dir diese Abkürzung, erlaube dir diese Masterclass. Diese Masterclass ist Bestandteil der Wir sind Divine Design Community. Die Mitgliedschaft ist für 3 Monate, kostet 90 Euro pro Monat. Und ja, wenn du nicht Mitglied bist, kostet die Masterclass 110 Euro. Du bist live dabei, du kannst dann in den Fragen und Antworten noch dabei sein. Die Masterclass wird aufgezeichnet ohne Fragen und Antworten und diese Aufzeichnung bekommt natürlich jeder, der die Masterclass kauft. Ja, du siehst, es ist eigentlich ein No-Brainer, schon allein wegen dieser Masterclass in die Wir sind Divine Design Community zu kommen, weil dort hast du ja noch diesen ganzen Gruppenaustausch, du hast die Erfolgsgeschichten, du hast einmal im Monat Hot Seat Coaching, du hast das Training von Ich bin Divine Design Identity, wo ich immer wieder kurze Trainingsvideos reingebe, wo ich in der Community werden Fragen beantwortet von mir, von allen Mitgliedern für 90 Euro pro Monat. Und es gibt jetzt die nächsten 3 Monate, also im Januar, eine Masterclass im Wert von 110.000, also 110 Mal diese Masterclass. Also das heißt, bevor du diese Masterclasses einzeln kaufst, werde Mitglied in der Wir sind Divine Design Community für 90 Euro im Monat und du bekommst so, so, so viel mehr. Du kommst in einen Raum, wo wirklich Magie herrscht, wo Magie für dich da ist und deine Wünsche auf magische, das heißt eine Art und Weise, sondern es entsteht out of you, weil alles, was du im Außen siehst, war vorher schon bei dir im Innen wahr. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag und ja, melde dich unbedingt an für die Wir sind Divine Design Community für die nächsten 3 Monate. Jeden Monat eine Masterclass. Ich kann es dir wirklich nur raten, wenn du es ernst meinst mit Manifestieren und Heilen und zwar auf die richtige Art und Weise. Wir sehen uns im nächsten Video. Oh, jetzt habe ich auch noch was vergessen. Wir gehen ganz, ganz steil auf 3000 Abonnenten zu hier auf meinem Kanal. Teile und like meine Videos, leite sie weiter an deine Freunde, Bekannte, denen es wirklich hilfreich sein könnte. Und verpasse es nicht, dich auf die E-Mail-Liste einzutragen, dass du bei den 3 Gewinnern dabei bist, die dann, sobald wir 3000 Mitglieder erreicht haben, einen der 3 wunderbaren Preise gewinnen. Also, jetzt bin ich aber beim Ende. Alles ist möglich. Nur du musst möglich sein.